dieses Wunder. Hast du einen Plan? Sonst besetzen wir das Parlament, wo der Herr Kreis für die Macht. Du streichelst immer noch diese Ideale, vergiss es. Das ist nicht dein Ernst. Vergiss es. Und warum wart ihr nicht zu allem bereit, dass es mit diesen Grausamkeiten aufhört? Für mich, der Krieg kann weitergehen, wenn ich wieder den Sex aufgeben muss. Der Gefahr ins Auge zu sehen und nicht mehr die zu verlieren, die du im Herzen trägst. Ich würde lieber übers Feuer laufen oder mir einen Finger abschneiden, wenn dies helfen könnte, dass unsere Männer den Frieden machen. Aber die Liebe verweigern? Die wenigen schönen Momente im Leben und nicht mehr sein kleines Körperteil zwischen meinen Beinen zu spüren? Schaut euch an! Ständig über die männliche Gewalt klagend, aber fügsam liegend, kaum schauen sie euch an. Überlegt ein bisschen. Wenn eure Männer von der Front zurückkommen, finden sie euch ermordet oder nackt. Sie möchten euch umarmen, um Befriedigung ihrer brennenden Wünsche zu stillen. Wenn sie aber sehen, dass alles ihnen verboten ist, wird es schnell gehen. Und wenn sie uns mit Gewalt nehmen? Aber nun, was auch immer. Vieles hat sich seither verändert, wenn es keine andere Lösung gibt. Und der Sieg so gewiss ist, so ungefähr war es.
gesprochen, haben ihre Waffen abgegeben. Jedes will sein, jeder begabt, im Vergessen sind wir. Ich wollte glauben, gehasst, verflucht, nicht. Der Krieg ist nicht zu Ende. Die Städte erstickt in Blut. Kinder, Frauen, Männer, junge, alte, in Massengräben. Wer entscheidet über Leben und